Der Presseraum bei Paris Saint-Germain platzt aus allen Nähten. Die Fotografen, schier aus dem Häuschen, kamen ganz schön ins Schwitzen. David Beckham spielt ab sofort für die Franzosen. Sein Vertrag läuft vorerst bis Ende Juni. I'm very lucky. I'm 37 years old. Ich bin echt glücklich. Ich bin nun 37 Jahre und habe so viele Angebote bekommen, mehr als im Laufe meiner ganzen Karriere. Jetzt bin ich hier, das ehrt mich. Beckham, ein Pariser. Nach Manchester, Madrid, Mailand und L.A., nun also die Stadt der Liebe. Eine solche Adresse muss es dann schon sein für die alternde Fußballikone. Seine Strahlkraft soll der französischen Liga Glanz verleihen. Sportlich bringt er die PSG kaum weiter, auch wenn er das ein wenig anders sieht. Ich habe für einige der größten Clubs der Welt gespielt, mit den besten Spielern der Welt und das immer erfolgreich, auch mit 37 Jahren. Und ich bin nach wie vor fit, kann laufen und so spielen wie mit 21. Ach, und viel von meiner Geschwindigkeit habe ich auch nicht verloren. Ich war ja nie schnell in meiner Karriere. Humorvoll, offen, Beckham zeigt sich von seiner besten Seite. Seine Familie wohnt weiterhin in London. Die Kinder sollen dort in ihrer Schule bleiben. Die Zeit in Paris wird er sich aber schon versüßen, vielleicht mit Zlatan Ibrahimovic. Er ist einer dieser Spieler, auf die ich mich besonders freue. Ibra beobachte ich schon lange. Als er noch sehr jung war, spielten wir mit England gegen Schweden. Schon damals wusste ich, als ich ihn sah, das wird mal einer der besten Spieler der Welt. Beckham hielt sich zuletzt beim FC Arsenal fit an der Seite von Podolski. Er ist der nächste Coup der Qatar Sport Investment, die bereits mehr als 250 Millionen Dollar in ihr Pariser Spielzeug gepumpt haben. Sein Gehalt von rund 2,5 Millionen Euro spendet Beckham für bedürftige Kinder. Ob er über Juni hinaus in Frankreich bleibt, steht noch nicht fest. Ich weiß nicht, ob das mein letzter Vertrag sein wird. Immer wieder haben die Leute spekuliert, das ist jetzt dein letzter Kontrakt und ich habe weitergemacht. Also ich kann da nichts ausschließen.